SAP Business Warehouse, das Data Warehouse der SAP. Was kann es und wozu ist es gut? Sicherlich haben Sie verschiedene Systeme und Anwendungen in Ihren unterschiedlichen Geschäftsbereichen, wie zum Beispiel im Vertrieb, im Marketing, im Controlling, in der Logistik, in der Produktionsplanung und verschiedene andere. Vermutlich haben Sie sogar mehrere Systeme innerhalb eines Geschäftsbereichs. Sie können sich vorstellen, dass es damit schwerfällt, eine zentrale Datenbasis für Ihre Berichte und für Ihre Analysen bereitzustellen. Es fällt schwer, die verschiedenen Systeme auf dem gleichen, stets aktuellen und konsistenten Stand zu halten. Genau da bietet sich ein Data Warehouse an. Mit dem Data Warehouse können Sie Ihre Daten harmonisieren, in einem zentralen System persistieren und diese dort auch historisieren. Mit dem System sind Sie in der Lage, riesige Datenmengen zu erfassen, und zwar nicht nur aus SAP-Systemen, sondern auch aus anderen Anwendungen und deren Datenbanken, die Sie anzapfen können. Durch das Zusammenführen und durch das Harmonisieren der Daten erhalten Sie einen Single Point of Truth, also eine Datenquelle, in der die Wahrheit steht und auf die Sie sich verlassen können. Die neueste Generation des BW heißt SAP BW S/4HANA und wurde von der SAP vollständig neu entwickelt und komplett auf der SAP HANA-Datenbank aufgebaut und auch dafür optimiert. Zum Beispiel wurden alle OLAP-Funktionalitäten direkt in die Datenbank verlagert, was eine extrem hohe Performance liefert. Frühere Releases wie 7.4, 7.5, Stichworte Powered by oder OnHANA, liefen auch auf anderen Datenbanken wie zum Beispiel AnyDB. Eine Version 7.6 wird es nicht geben, sondern der Fokus bleibt bei SAP BW S/4HANA. Und das on-premise, in der Public Cloud und auch in der Private Cloud. SAP BW S/4HANA kann auf unterschiedlichen Wegen eingeführt werden. Das hängt davon ab, ob und welche Version des SAP BW Sie bereits im Einsatz haben. Mit der Einführung in ein Business Warehouse schaffen Sie die Grundlage für professionelles Predictive Analytics und Sie schaffen sich als Beispiel eine Möglichkeit für eine Planungsumgebung. Mein persönlicher Tipp: Sicher ist es nicht in jedem Fall sinnvoll, ein SAP BW einzuführen. Mit dem HANA-basierten ERP-System der SAP, S/4HANA, können viele Reportings und Analysen direkt im ERP-System durchgeführt werden und danach über die entsprechenden Frontend-Tools, zum Beispiel die SAP Analytics Cloud, visualisiert, ausgewertet und analysiert werden. Zumindest mit einem operativen Horizont. Je mehr wir in den strategischen Horizont gehen, um strategische Entscheidungsprozesse zu unterstützen, desto mehr lernen wir die Vorteile eines SAP BW kennen. In meinem E-Book gebe ich Ihnen gerne einen Überblick über die Möglichkeiten und Funktionen des SAP BW und zeige Ihnen, wie Sie gemeinsam mit dem SAP BW und den neuen Frontend-Tools, zum Beispiel der SAP Analytics Cloud oder Business Objects, zu einem professionellen Reporting kommen. Alternativ können Sie mich gerne direkt kontaktieren. Ich freue mich auf Sie.